Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Banjo-Kazooie. Und Kazooie mobbt mich mal wieder. Ja, das mag sie gerne tun, das ist ihr Hobby. Aber es soll uns nicht weiter stören. Wir besuchen die nächste Welt, nämlich den Bubble Gloop oder Bubble Glob Swamp. Es wird sumpfig, meine lieben Freunde. Ja, eine Sumpfwelt. Heute Ausschau nach einem neuen Move. Du schlafmütziger Vogel. Ja, wir werden hier einen neuen Move erhalten. Und zwar wird uns Bottles beibringen, alle Feinheiten, die man wissen muss, um Gummistiefel tragen zu können. Ja, da kann man sehr viel falsch machen. Es gibt da ein gesetzliches Regelwerk, wie man Gummistiefel richtig zu tragen hat. Das sind alles Sicherheitsvorkehrungen und was man mit Gummistiefeln machen darf und was nicht. Zum Beispiel darf man sie nicht auf den Kopf aufsetzen, nein. Und da ist auch schon der Hügel. Ja, das ging schnell. Damit hätten wir den Move schon gefunden. Erzähl uns, Bottles, wie funktioniert das denn so genau? Das sind Gummistiefel. Echt? Das Hühnchen auf deinem Rücken kann sie anziehen und für eine kurze Zeit unbeschadet durch den Sumpf marschieren. Okay, Kazooie, lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Wunderbar, jetzt kennt ihr alle neuen Moves dieses Sumpfes. Ja, oder ist... Ich glaube, der Sinn des Ganzen, also dass man erstmal zu Bottles muss, ist, dass Bottles erstmal unsere Schuhgröße messen muss, damit wir überhaupt erst in die Dinge reinpassen, damit er überall ordentliche Paare aufstellen kann. Okay, das macht dann wiederum Sinn. Ich habe nichts gesagt, die Entwickler haben sich mit Sicherheit was dabei gedacht. So, die können wir gleich anziehen, machen wir aber vorerst noch nicht, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Da oben sehe ich nämlich schon den ersten Jinjo. Wollen wir ihn retten? Ja, das wollen wir. Komm her. Wie kommen die eigentlich immer in diese mystische Lage? Oh, nein, 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 nein. Aua, aua, aua. Ja, ja, ja. Der Sumpf gehört uns Piranhas. Wir mögen keine Stinkefüße. Ich auch nicht. Da sind wir doch schon einer meiner. Oh mein Gott, dieser Frosch und... Ich krieg gerade Schaden am laufenden Band hier. Ich möchte dich töten. Der ist bestimmt giftig, laut seiner Färbung zu urteilen. So, da ist auch noch was drin. Eine goldene Feder. Und wir gucken auch immer mal auf diesen komischen Masten. Ob hier auch noch was ist. Ja, Eier, die in der Luft schweben. Ich stelle das einfach gar nicht mehr in Frage. Ich meine, erstmal waren es Eier auf Palmen, jetzt sind es Eier, die in der Luft schweben. Ich weiß es doch nicht. So, da hinten ist ein Momo-Schädel. Da brauchen wir Gummistiefel für. Also machen wir das nochmal fix. Moment. Da ist doch noch was. Genau. Diese goldenen Krokodile. Was muss man da wohl machen? Ja, man muss Eier reinschießen. Zack. Lecker. Lecker. Kroktos mag das. So, und dann verschwindet er und ein neuer erscheint. Ich glaube, das Ganze müssen wir 3 oder 4 Mal machen. Ich will auch ein leckeres Ei. Komisch, dass er immer noch der mit den grünen Augen gesprochen hat, weil der da oben hat ja blaue Augen. Ja. Egal. Sinn dieses Spiel müssen wir nicht weiter erläutern. So, jetzt haben wir Gummistiefel und können durch diese Pampe hier durchlaufen. Das ist total praktisch, weil hier ein Schädel ist. Und wir werden es im Level noch öfters gebrauchen, so wie ich mich erinnere. So, jetzt brauche ich sie aber nicht mehr. Jetzt kannst du sie wieder ausziehen. Ja, wir müssen das Zeitlimit mal abwarten. Wir haben sie für eine bestimmte Zeit gemietet, also müssen wir, wollen sie wieder auch ausnutzen. Nein! Von daher. Jetzt haben sie nachgelassen. Ja, es ist ein kleines Zeitlimit, das wir da haben. So. Pam! Pam! So geht das. Ja, man kann die Eier auch benutzen, um sie als Munition gegen Feinde zu benutzen. Was für ein toller Satz, aber ja, das geht. Was durchaus auch praktisch sein kann. So, ich möchte darüber, weil da noch Noten im sumpfigen Sumpfland sind. Dann gehe ich gleich auch noch auf diese Säule da drauf. Da ist bestimmt auch noch was Tolles. So, die sammeln wir schnell ein. Wobei ich sagen muss, die Sumpfwelt, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ich hoffe, ich finde hier alles. Ein paar Sachen weiß ich noch. Ein paar Sachen bleiben ja immer hängen. Zumindest weiß ich, dass wir jetzt warten müssen, ja, danke, dass man dieses Ei hier zerkleinern muss. Da ist noch ein Leben. Aber ich habe eh 9, oder? Wieso habe ich jetzt nur noch 4? Ach so, ja. Das ist so, dass einfach in jedem... Also bei Banjo-Kazooie war es immer so, dass wenn man das Spiel beendet und die Konsole ausschaltet, hat man wieder alle Leben verloren. Ist ja auch bei Mario genauso und bei anderen Spielen. Ich meine, da erarbeitet man sich die hart und dann sowas. So, mache ich das kaputt. So. Dann oben nochmal. Was da wohl drin ist, seid ihr genauso gespannt wie ich. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ein Jiggy. Unser erstes für diese Welt. Aber ich muss meinen Seerosenbus nicht verpassen. Jetzt möchte ich da noch auf die Säule. Aua. Ja. Das gibt Löcher im Fuß. Schnell hoch. Nein, nein, Banjo, nein. Kann ich nicht zielen? Was ist denn heute los? Verdammt. Ah, hier ist noch Momo-Schädel. Ja, und da weiß ich, dass Momo in diesem Level auf jeden Fall... Es konnte gar nicht reichen.
Da weiß ich, dass Momo in diesem Level auf jeden Fall existiert, ja. Ich meine, warum er sich gerade im Sumpf häuslich eingerichtet hat, bleibt noch eine Sache, die wir uns noch erklären müssen. Aber hier ist ein Schalter. Was macht der denn nochmal? Er lässt oben ein Puzzleteil erscheinen. Das müssen wir uns, glaube ich, schnell holen. Haben wir eine Zeit? Wir haben eine Zeit, ja. Also beeilen wir uns schnell. Sammeln alles, was wir auf dem Weg finden, ein. Ja, kann ich auch gleich machen in Ruhe. Erstmal wollen wir das Puzzleteil haben. Der Jinzo kann da auch noch warten. Wobei er sich von da oben auch selber befreien könnte. Ja. Und ja, wir haben so viel Zeit noch. Zack, Nummer 2. Wunderbar. Was sehe ich da hinten denn so aufblitzen? Große Augen. Ist das etwa ein Riesenkrokodil? Ja, ist es. Da gehen wir gleich hin. Aber erstmal sammle ich noch die restlichen Noten und den Jinzo hier ein. Der unbedingt gerettet werden muss, ja. Beim Gelben habe ich es ja zumindest ansatzweise noch verstanden. Auch wenn ich nicht weiß, wie er dorthin gekommen ist. Ja. Wie schaffen sie es bloß, sich in solche Lagen zu bringen? Da ist ein Mummerschädel. Ich glaube, sie lieben einfach die Gefahr. Aua. Und ich auch. Ich liebe es, in den Sumpf zu springen und fast zu sterben. Wie geht ein haariger Eindringling? Er will an unser Gold. Er wird uns nie besiegen. Quack. Okay. Ach so, das ist so eine Art Minispiel, wo man töten muss. Ja, kreativ, ich weiß. Wir sind heute mal wieder sehr kreativ. Aber sie springen mir zu sehr rum. Stirb! Glücklich, also sie halten mehr Hits aus. Zack. Zack, zack, zack. Bams. Ja, da kommen immer mehr. Und zwar so lange, bis wir sie alle ausgerottet haben. So, zack. Und hüpft doch nicht so rum. Ich weiß, ihr seid Frösche, aber trotzdem. Lasst es. Das Ganze jetzt noch. Ich weiß nicht, wie viele da kommen. So viele, bis wir sie halt ausgerottet haben. Können ja nicht mehr so viele sein. Hoffe ich. Und ich treffe nicht. So. Und zack. Noch einer, okay. Ich habe ihn noch getroffen, sage ich doch. Unten noch einer. Zack. Aua. Der springt mir direkt ins Gesicht, während der andere noch da ist. Quark, ihr seid zu stark für uns. Flippitz, nehmt unser Gold, Quark. Auch wieder ein Fall von, ich rede, obwohl ich schon tot bin. Ja. Ja, wahrscheinlich haben wir sie gar nicht getötet. Wir haben sie nur eingefangen für den örtlichen Zoo, den es hier nicht gibt. Aber egal. So, wo bin ich jetzt eigentlich? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Und zwar, da sind Eier, da sind Federn. Von daher gehen wir nochmal dahin zurück, wo wir waren. Oder wollen wir erst dahin? Wir gehen erst dahin. Da kann ich mich doch daran erinnern. Diese Schildkröte möchte nämlich, dass wir sie... Aua. Meine Füße frieren und sind schon ganz taub. Oh. Ja, was muss man da bloß machen? Richtig, die Wärmeflasche rausholen. Die haben wir aber nicht dabei. Von daher müssen wir was anderes damit machen. Wenn man es schon nicht wärmen kann, warum nicht einfach abtöten? Bams! Oh! Ah, das ist schon etwas besser. So, das müssen wir jetzt mit eben Fuß machen. Das sind immer diese alten Hausmittelchen, die die Entwickler von diesem Spiel einfach mal parat haben. Einfach, wenn es nicht anders geht, dann schießen wir einfach mal Eierschein auf Zähne. Zerstören die Knochen von dieser Schildkröte. Wobei, die hat gar keine. Doch, müsste sie eigentlich. Doch, sie hat Knochen. Natürlich hat sie Knochen. So, und das Ganze nochmal. Dann kann sie zwar nicht mehr laufen, aber ihr ist nicht mehr kalt. Das ist ein fairer Tausch, würde ich sagen. Zack. Und da spuckt sie es aus. Doch geht es viel besser. Mir ist so richtig schön warm. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Können wir nicht, aber wir sammeln es trotzdem ein, weil es golden ist. Juhu, das ist Puzzleteil Nummer 3. War so, wie es der Zufall will, springe ich jetzt nochmal diese kleine Lücke und bugge fast darin fest. Stehen auf dieser Schildkröte, namens Tanktop, Gummistiefel, wer auch immer, wie die wieder da platziert. Das war Bortles. Ja, Bortles hat hier im Level verteilt, weil er meine Schuhgröße wissen muss. Oh mein Gott, was mache ich denn? Deswegen kann ich nicht einfach so drauf springen. Natürlich kann ich das so. Und zwar möchte ich die haben, weil hier hinten noch ein Jinzo ist. Und da ist noch eine Wabe. Die holen wir uns noch schnell. Ich sagte, die holen wir uns noch schnell. Danke. Und wieso kann er eigentlich im Sumpf stehen und ich kann es nicht? Das finde ich jetzt echt nicht fair. So, und jetzt können wir aber noch in seinen Magen hineingehen. Und was da abgeht, das werdet ihr mir niemals glauben. Ja. Nämlich ist hier im Magen natürlich eine Treppe.
und lauter kleine Schildkröten, die hier ihren Gesang üben in einem Chor. Und hier sind auch noch Noten, die ich natürlich auch noch einsammeln werde. Und die Eier, obwohl ich schon 100 habe. Nein, habe ich nicht. Oh, da war noch Momo-Schädel. So. Mit ihm reden wir gleich. Hier sind, glaube ich, auch noch 3 Noten. Genau. Und oh, das habe ich immer gehasst. Weil da bin ich nicht gut drin. Das ist so Simon Says-mäßig. Ruhe bitte. Der famose Tip-Top-Chor wird nun mein neuestes Werk zum Besten geben. So. Und da müssen wir jetzt immer nachmachen, was die uns vorsingen. Recht kurz, oder? Abwarten spielt das nach, um die erste Lektion zu bestehen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Verdammt, was war das? Ich glaube, erst der hier. Genau, dann der hier rechts. Und dann der rote. Beim letzten fail ich bestimmt wieder. Okay, das passt. Nicht schlecht. Versucht euch an der zweiten Lektion. Hau rein. Okay, das ist auch noch relativ leicht. Verdammt!